Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, in der letzten Folge hieß es ja, dass wir Rache üben sollen. Und irgendwie sieht hier alles richtig wundervoll aus, aber gleichzeitig auch verstörend und düster, finde ich, so von der Umgebung. Mit den ganzen dunklen Wolken und alles. Wir haben uns jetzt hier mal so ein bisschen durch die ganze Gegend hier durchgeschlichen. Wir sind ja irgendwo hier unten, da glaube ich in der Ecke irgendwo gestartet und sind jetzt bis hier oben mittlerweile gekommen. Hier sind auch schon wieder direkt Maschinen und ein Kraut sehe ich jetzt gerade. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht zurück. Wir sollen uns erstmal hier am Lagerfeuer ein bisschen ausruhen. Da sind auch wieder ein paar gute, alte, bekannte Gesichter. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen Sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Und was, wenn ich das Ganze eigentlich beenden wollte? Okay, ich würde sagen, dass wir dann... Ach du Schande, okay. Da ist noch ein Lagerfeuer davor, das ist schon mal gut. Da kann ich jetzt nur Quest deaktivieren. Also ich denke mal, dass das alles hier von der gleichen Quest ist, dass das die Lager sind. Ja, gut. Ich meine, das... Krieger, es ist Zeit. Ach, das ist sie. Vorsicht da unten. Na komm. Wir sammeln uns dort am Fuß des höchsten Turmes. Dann geht es zum Metallring. Für unsere Rache. Heute können wir drauflaufen. Um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen für vergossenes Blut. Möge die Uhr. Okay, da hinten sind sie schon am Leuchten. Ich gehe mal davon aus, dass wir da hin müssen. So, mal schauen. Was hast du denn hier? Eine Spur. Du läufst nur da hinten rum, okay. Ich würde dich gerne umpolen, wenn das möglich ist. Anscheinend ist das nicht möglich. Okay, was war das? Genau, komm alleine. Wow. Schatten soll uns leiten. Den Feind immer vor sich halten. Gesichter. Immer im Auge behalten. Down.
Das sieht nicht gut aus. Das Signal anzünden. Ja, komm, mach. Du kannst unserem Griff nicht entkommen. Och, habe ich mich jetzt erschrocken. Was macht er denn da? Kann ich dir irgendwie helfen? Bist du jemand von Im uns? Schatten bleiben. So. Jetzt richtet der Schatten über dich. Hä? Was war das denn gerade? Geh mal zur Seite, ich will da hin. Oder irgendwas, was Lilanes? Ah, sehr schön. Ich komm wieder. Macht nicht ohne mich weiter. Und jetzt klettert sie da oben rum. Ja, das tue ich. Schatten! Das ist er. Die Not erreicht ihr Ziel immer. Sucherin, möge die Urmutter über dich wachen und auch über uns. Ja. Also das ist wohl doch einer von uns, der dann stirbt. Schade. Da hinten... Haben wir das Lager jetzt schon durch? Okay, wir haben das Lager schon durch. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Lager, ne? Für die Göttin! Genau. Wieso steht da Nummer 1? Achso, das war jetzt die 3, oder was? Ja, gut. Kommt mal mit, Krieger. Wir gehen mal woanders hin. Haben wir hier noch was? Nee. Doch. Teilscherben kann ich immer gebrauchen. Was bist du für einer? Du bist ein Guter, oder? Okay. Du bist einer der Netten. Etwas Vorrat. Ach so. Ich dachte, das wäre noch hier. Na gut. Dann halt nicht. Haben wir dich schon geplündert? Dich haben wir noch nicht geplündert. Okay. Perfekt. Dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn hin? Ich laufe es überhaupt nicht den Weg, den ich eigentlich laufen sollte. Okay. Stimmt, ja. Hier sind noch Maschinen. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Nein, das können wir leider nicht. Haben wir die alle schon gemacht? Nein, nein, nein. Hier. Oh, na gut. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ich mache mich jetzt mal auf zum nächsten Lager und da sehen wir uns dann gleich wieder. Muss ich da durch? Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, bin ich jetzt aber auch für. Moment, hä? Achso, da hoch. Ja, sieht doch irgendwie aus wie ein Turm. Sieht man nur alles nicht, weil man so nah dran ist und man das nicht zurücksetzen kann. Das ist immer so doof. So. Die Frage ist jetzt... Aua, wie kommen wir da hoch? Müssen wir überhaupt da hoch oder müssen wir hier nur einen Punkt erreichen?
Wahrscheinlich müssen wir nur dahin, ne? Komm, lauf. Ach, das sind unsere Leute. Ich wollte gerade sagen. Okay, hi, ich bin da. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Okay. Wo müssen wir denn genau hin? Wir sind doch eigentlich da. Ach so, ich soll ihm hinterhergehen, oder wie? Und wo wollen wir hin, mein Hübscher? Da oben in die Festung, wo ihr eben hingeguckt habt. Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Ich würde es aber auch gerne wissen. Ist man da hoch? Warum guckt ihr dann hier, wenn wir da gar nicht hoch müssen? Junge. Und hoch. Nimm meine Hand. Ach, da unten, okay. Nimm du den da rechts. Kann das sein? Ich nehme den da rechts, ja. Soll ich jetzt da runterspringen oder soll ich auf den schießen? Wir haben die Maschinen so lange bekämpft. Dabei hätten... Hier! Ha! Du! Du bist erledigt! Du stehst unten, Junge. Das weißt du schon, ne? Knapp vorbei! Der ist doch runtergesprungen. Ja, geil. Hättest du mir auch sagen können. Ich wollte ja runterspringen, aber du hast nicht gesagt, wie ich den nehmen soll. Ob ich da runterspringen soll oder ob ich da... Junge, also wir müssen uns ein bisschen besser absprechen nächstes Mal, ne? Ach so, das ist der Umhang. Ich dachte gerade, da ist ein Tier drin. Nein! Was machst du denn? Springt die da einfach drüber? Oh no? Achso. Ich kann direkt hochspringen. Geh mal aus dem Weg, bitte, hier. Sonst komme ich hier nicht rum. Noch zwei. Nimm du den linken. Okay. Diesmal werde ich auch schleichen. Ich nehme direkt beide. War das in Ordnung? Du kamst ja nicht. Echt, der sagt, nimm den Link und dann macht der Kerl nichts.
Kommst du, Junge? Ich weiß nämlich gerade nicht, wo es lang geht. Können wir hier oben hoch? Musst du mir helfen? Ich weiß es nicht. Achso, wir können so hoch, okay. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Wahl. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wäre schön, wenn ich vorher mal speichern könnte. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Nein! Scheiße. Scheiße? Scheiße? Hier wollte ich nicht hin. Es wird, glaube ich, jetzt nicht mehr so einfach werden, weil hier komme ich nicht mehr hoch, ohne den Typen zu erledigen. Und da hinten ist dieses Riesenviech noch. Oh Gott. Oh Gott. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. La, 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 la. Du musst die Lohe entzünden, und zwar schnell. Weiß aber nicht, wo die Lohe ist. Ich sehe hier nämlich nichts. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Scheiße. Ja, heil dich bloß nicht. Du sollst doch einfach da drauf zielen. Scheiße. Ich will doch mal die anderen Pfeile haben. Lasst mich doch einmal in Ruhe schießen. Och, nimm es bloß nicht an, dass du dich heilen sollst. So heilt sie sich nicht. Einfach nicht. Ja, geil. Nein. Hier drüben ist jemand. Nein, hier ist niemand. Oh
muss ich dieses Scheißding denn treffen, verdammt. Ah, endlich. Aber da habe ich doch eben getroffen. Ich wurde entdeckt. Ja, ich weiß. Aber ich hoffe, es geht etwas einfacher mit den Kriegern. Geh doch mal weg. Okay, der ist schon ziemlich krass. Kann ich jetzt? Der Schatten. Boah, wo kommt das Viech jetzt schon wieder her? Ja, weich bloß nicht aus! Kein Thema! Kümmert ihr euch mal um das Viech? Ich muss mich mal eben heilen. Das stirbt einfach. Das hoffe ich doch. Schon besser. Ich bin bereit. Geht doch. Boah. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. Ja, das ist schön, dass du das machst. Aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, jetzt muss ich definitiv offline hier mal einiges einsammeln und hoffen, dass ich dann danach auch irgendwo noch speichern kann. Weil wir haben es endlich geschafft. Das war etwas kompliziert stellenweise. Es war eine schwere Geburt, aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Ich habe irgendwie alles verballert, was ich so an Heilung hatte, aber ich habe es überlebt. Ich stehe noch. Immerhin etwas. Ich würde sagen, dass ich jetzt offline hier noch so einiges einsammle und ja, dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.